92, ja? Jo. Ja, einen wunderschönen guten Abend zu unserem Webinar, Mittwochswebinar Nummer 99. Ihr wisst, wir haben das letztes Jahr im März 2020 in den ersten Lockdown, ja, Lockdown-Wochen begonnen, um einfach Kontakt zu halten und dachten, das ist so eine tolle Gelegenheit, auch mal ein bisschen Know-how und Hintergrundwissen rund um Primetime Fitness ein bisschen so zu bekommen. Ja. Und es ist so erfolgreich, dass wir es die ganze Zeit weitergemacht haben und wie viel Spaß. Und ein wichtiger Teil unserer Webinar-Programms ist natürlich immer, dass wir ja, Spezialisten, Gäste einladen, mit denen wir über Themen diskutieren. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich heute Abend die Sandra Gutheil begrüßen darf. Ja, die Sandra ist Physiotherapeutin mit eigener Praxis, Privatpraxis im schönen München-Bogenhausen, ja, da wo wir alle gerne auch einen Club hätten oder auch leben wollten. Ja, also schöne Gegend dort. Sie kommt aus dem Leistungssport, hat viele Leistungssportler trainiert und hat natürlich als Physiotherapeutin, wo man sich denkt, was hat die denn mit Stoffwechsel zu tun, ja? Damit hat sie sich beschäftigt, weil sie auch viele gesehen haben, Sportler müssen ihren Stoffwechsel optimieren, beziehungsweise natürlich ihren Körper optimieren, aber auch viele Patienten haben natürlich auch Beschwerden, vielleicht wegen Gewichte. Und da werden wir heute ein wenig diskutieren. Deswegen herzlich willkommen bei uns, Sandra. Hallo, schönen Abend. Dann haben wir natürlich immer den Michael Remlinger dabei, unseren Marketing- und Franchise-Chef. Wir arbeiten seit 2013 bei Primetime Fitness zusammen. Und kurz zu den Regeln. Es funktioniert so, dass ihr fleißig in den Chat Fragen stellen könnt. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, zusammen mit der Sandra diskutieren werden. Und wir machen das einen lockeren Plausch dazu halten und wir freuen uns natürlich, wenn die ein oder andere Frage euch anregt, auch selber Fragen zu stellen und in den Chat einzustellen. Der Michael wird die ganze Zeit den Chat quasi überwachen, ja. Und aber wenn eure Frage nicht gleich in dem Moment quasi beantwortet wird, dann liegt das daran, dass der Michael gerne immer Sachen, Fragen zusammenfasst, ja, und dann in einem Block uns stellt. Und aber wie gesagt, gerne da reingrätschen und dann ja, wünschen wir uns, dass ihr da aktiv dabei seid und dass wir hier einen schönen Austausch haben. Und es ist ja heute Webinar Nummer 99, also wir haben ein bisschen Erfahrung da drin und es hat eigentlich immer gut geklappt. Und wir haben im Vorfeld kurz ein bisschen gelacht und gespaßt. Der Michael und ich, wir machen das eigentlich für uns, ja, weil ich habe ehrlich gesagt von Training und Stoffwechsel zu wenig Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann auch nicht abends, der dann ein Buch nochmal aufschlägt, vielleicht am Wochenende. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir so Experten wie die Sandra einladen dürfen. Und dann haben wir auch selber, kriegen wir eine Menge Know-how daraus. Und das macht uns natürlich echt richtigen Spaß. Sandra, gleich die Einstiegsfrage. Nochmal, Physiotherapeutin erklärt uns was über Stoffwechsel, dann wird man sich sagen, ist sie da kompetent, die soll sich doch mal wieder und lieber um Bänder, Sehnen, Muskeln kümmern und vielleicht Knorpelgewebe, aber was hat denn eine Physiotherapeutin mit Stoffwechsel zu tun? Vielleicht kannst du ein bisschen den Hintergrund, ich weiß auch, du vertrittst auch ein Abnehmen-Konzept, also es geht auch ein bisschen um Abnehmen und erzähl uns noch ein bisschen vielleicht, wie es dazu gekommen ist, dass du als Physiotherapeutin Ernährungsexperte quasi bist. Naja, ich bin jetzt schon über 20 Jahre an der Bank, ob ich Sportler oder Frau Huber von nebenan betreue. Und das hat natürlich alles seine Richtigkeit und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es gehören noch verschiedene andere Dinge dabei. Ich beschäftige mich ja nebenbei auch mit der Ergonomie am Arbeitsplatz. Wir schulen eben Mitarbeiter richtig sitzen, richtige Schreibtischhöhe, richtige Stuhlhöhe und so weiter. Und da ergibt sich natürlich oder ergänzt das Thema Ernährung natürlich perfekt das Portfolio. Und ich habe eben auch gemerkt, dass seitdem die Kunden bei mir abnehmen mit unserem Konzept, dass eben auch die Stoffwechselvorgänge und auch die Beschwerden, ob es jetzt so Sehnentendinosen, also Entzündungen am Muskel-Sehnenübergang sind oder eben auch Rückenschmerzen oder auch Entzündungen wesentlich besser werden. Also die Ernährung hätte ich nie gedacht. Also ich habe mich da immer dagegen gewehrt. Ich habe früher immer gesagt, wenn jemand abnehmen wollte, habe ich immer gesagt, isst weniger und beweg dich mehr. Aber das ist heutzutage nicht so einfach und da gehören einfach schon noch ein paar Dinge mehr dazu. Über die wollen wir diskutieren. Also ich glaube, der Zusammenhang, ich habe ja kurz erzählt, ich hatte ja auch am Anfang des Jahres einen Kreuzbandriss und jetzt bin ich glücklich, dass ich hier in der Fitnessbranche arbeiten darf und ab und zu auch trainieren darf, ja. Und ich dürfe mich auch so locker kleiden, dass ich mit dem Fahrrad ins Büro fahren kann und so weiter. Das haben natürlich ein paar
Vorteile, die wir da haben in unserem Bereich. Aber ich muss auch sagen, bei der Therapie ist mir schon aufgefallen, ja, dass so der ein oder andere Patient, wo ich mir denke, wahrscheinlich, der bräuchte jetzt keine Physiotherapie, der bräuchte eigentlich mal 20 Kilo abspecken, dann wird es auch mit der Genesung besser funktionieren. Und du sagst, es ist ja nicht nur, es sind ja zwei Aspekte da drin. Einmal diese Entzündungsdinge, weil wir wissen ja zum Beispiel bei der Ernährung, Pommes frites, Transfette und was das alles im Körper auslösen kann. Auch dann, wir kommen noch darauf, ein bisschen Darmflora, diese ganzen Geschichten. Aber auch rein physisch, wenn du dein Gestell, sage ich jetzt mal, mit 20 Kilo mehr jeden Tag belastest, ist natürlich auch ein gewisser Effekt. Also das heißt, abnehmen, optimales Gewicht ist entscheidend oder ist mit unterstützend für insgesamt das Wohlbefinden und den Heilungsprozess. Jetzt wollen wir kurz mal gehen, Stoffwechsel. Was ist das Stoffwechsel? Weil ich meine, du kennst ja so verschiedene Sachen, wenn man so anfängt, ja, viele Leute sprechen, ja, ich bin halt ein guter Futterverwerter, ich hole halt aus den Kalorien alles raus. Henrik, du hast wahrscheinlich einen Bandwurm, du kannst eh essen, was du möchtest, ja, und du verwertest das nicht und verstoffwechselst das nicht, sondern schaltest es einfach ungenutzt wieder aus. Also gibt es ja auch eine Menge so Mythen über den Stoffwechsel und können wir da vielleicht so ein bisschen mal das Thema Stoffwechsel, Verbrennung im Körper, da denkt man die Leute auch immer, wow, ich brenne im Körper, ja, bist ja immerhin 37 Grad warm, also da brennt ein bisschen was da drin. Das man lasst vielleicht mal ein bisschen umfassen für unsere Zuhörer, was so zum Stoffwechsel dazugehört und wie das funktioniert. Genau, also das auf jeden Fall. Stoffwechsel muss man wahrscheinlich einfach doch mal kurz erklären, weil jeder kennt es, aber keiner weiß eigentlich genau, was es ist. Also der Stoffwechsel, der wird auch Metabolismus genannt und es ist ja die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge im Körper. Das heißt also, unter Stoffwechsel versteht man grob gesagt alle biochemischen Vorgänge innerhalb der Zellen. Anders gesagt, die Bestandteile der zugeführten Nährstoffe werden in den Zellen verstoffwechselt, also abgebaut, umgebaut und auch wieder zu neuen Produkten aufgebaut. Ein guter Stoffwechsel versorgt jede einzelne Körperzelle mit allem, was sie braucht. Also dazu gehören Energieträger, Baumaterialien, Hilfsstoffe, auch Vitamine, Hormone und Enzyme gehören dazu. Und ebenso transportiert auch der Stoffwechsel die Gifte und die Abfallstoffe wieder aus dem Körper hinaus. Und gerät jetzt unser Stoffwechsel ins Stocken, kann das natürlich vielfältige Auswirkungen haben. Also mögliche Hinweise auf ein Stoffwechselproblem können zum Beispiel sein, oder eine Stoffwechselstörung kann eben auch Übergewicht darstellen. Oder wenn man müde ist, antriebslos, wenn man Konzentrationsprobleme hat, Verdauungsprobleme und eben auch in der heutigen Zeit besonders wichtig, auch ein schwächelndes Immunsystem. Also umgangssprachlich würde ich sagen, ist der Begriff Stoffwechsel ist gemeint die Verwertung und die Verstoffwechselung unserer Mahlzeiten, in grob genannt. Okay. Frage von meiner Seite, komme ich drauf, würden Allergien auch, sind Allergien auch ein Stoffwechselproblem? Ja, weiß ich nicht so genau. Also das hat eher, das hat, glaube ich, andere Ursachen. Da arbeitet ja der Körper auch gegen diese Allergene, die da auf uns zukommen durch die Luft oder durch den Körper. Aber der Darm hat da viel mit zu tun und da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu. Absolut. Also das heißt, früher hätte man ja gesagt, ist klar, ich denke ab ein bisschen Alter, ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung und merke das auch, der Stoffwechsel wird langsamer und je älter du wirst, desto schwieriger wird es, das Gewicht zu halten, insbesondere wenn man ja auch Genussmensch wird oder man ist ja Genussmensch, ja. Das Alter hat ja vielleicht auch manchmal sogar ein bisschen mit Wohlstand zu tun, das heißt, man lässt es sich gut gehen und dann hast du dann schnell mal ein Thema, ja. Jetzt ist es ja so, früher hätte man gesagt, ja, FDH, also ist die Hälfte und mach ein bisschen Sport und die Sache ist erledigt, aber ich glaube, das Ganze ist ein bisschen komplexer. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ich zähle jetzt Kalorien und esse ein bisschen weniger, treibe Sport und plötzlich nehme ich ab. Denn man muss, glaube ich, nicht unbedingt hungern, um abzunehmen, beziehungsweise kann man sich das auch ein bisschen einfacher machen. Ja? Kannst du uns dazu ein bisschen so erklären, welche Zusammenhänge auch da die Forschung in den letzten Jahren, also wir wissen ja alle, es gibt ja Low-Carb-Diäten, es gibt ketogene Diäten, man hat ja so verschiedene Dinge zusammengebaut, wie was funktionieren könnte und wie was funktioniert.
Und das ist jetzt unabhängig von den reinen Kalorien, sondern es gibt wohl Dinge, die der Körper besser verbrennt und schneller verbrennt, obwohl sie rein theoretisch viele Kalorien haben. Und es gibt auch Dinge, die verbrennt der Körper nicht so gut. Und ja, wenn ich mich mit denen ernähre, dann wird es schwieriger, meine Fettpölsterchen abzubauen. Das waren jetzt viele Themen auf einmal. Ich versuche mich jetzt mal auf eine Frage zu konzentrieren. Und zwar fange ich jetzt einfach mal an mit der, wie ernähre ich mich am besten, um meinen Stoffwechsel anzuregen. Ist das recht? Perfekt. Genau, also das heißt, wir fangen am besten mal mit dem Weglassen an. Also weglassen im Sinne von übermäßige Pasta-Orgien weglassen. Tut mir leid, aber das alles in Maßen. Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht's. Viel Süßigkeiten, viel Einfachzucker, viel Weizen, leider auch Alkohol und Fastfood, das sind alles Dinge, die den Stoffwechsel natürlich behindern. Das weiß ja fast jeder. Ja? Aber was kann man stattdessen zu sich nehmen, was eben positiv ist und was gut ist und was unserem Stoffwechsel eben vorantreibt? Das sind eben unverarbeitete, ja, natürliche, wenig synthetische Lebensmittel. Wir raten immer bei unserem Konzept, sagen wir, also 5 bis 6 Mahlzeiten. Das hört sich immer sehr viel an. Das heißt 3 Hauptmahlzeiten und dann eben 2 bis 3 Snacks. Je nachdem, wir messen das eben aus, wie schwer die Kunden sind. Und dann schauen wir eben, wie viele Mahlzeiten wir ihnen empfehlen. Das heißt, mehrere kleine Mahlzeiten sind auch förderlich für eine Erhöhung des Stoffwechsels. Klar, eiweißreich natürlich, wie du gerade schon vorhin sagtest, zu einer ketogenen Ernährung, die ich sehr gut finde, nicht auf Dauer, aber immer wieder mal auch in Phasen betrachtet, um eben auch wieder mal den Stoffwechsel zu boostern. Das heißt also eiweißreich und kohlehydratarm, auch um den Insulinspiegel niedrig zu halten. Das heißt, der Blutzucker bleibt konstant, wir haben also nicht diese ständigen Peaks, und haben auch nicht diese Heißhungerattacken, wenn der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Wichtig auch abwechslungsreich essen, also dass man nicht immer das gleiche Pizza abends vorm Fernseher, sondern dass man mal eine Pizza wechselt. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Also dass man eben abwechslungsreiche Mahlzeiten, vielfältig, saisonal, großes Thema. Es gibt so viele verschiedene Gemüsesorten. Also da ist wirklich der Vielfalt, sind keine Grenzen gesetzt. Und wichtig auch, was ich immer sage, nicht hungern. Also wer hungert wirklich, der wird echt dick. Nicht hungern, sondern lernen, viel zu essen, aber gut zu essen. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Und wie vorhin schon gesagt, viel trinken. Muss ich jetzt gleich mal wieder trinken hier. Ja. Ich habe die beste Erfahrung gemacht mit stillem Wasser. Wir haben uns jetzt tatsächlich eine Filteranlage eingebaut. Wer das nicht hat, also ich liebe, ich weiß jetzt nicht, ob ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber ich liebe Blose Wasser, das ist sehr rein. Ich liebe Holsteinwasser mit großer Alkalität und wenig Natrium. Das sind entscheidende Dinge. Viel trinken, also wirklich morgens schon anfangen, das ist das Erste, was ich mache morgens. Und das ist eben so ein kleiner, dann gibt es eben auch noch verschiedene Boosts, die man machen kann. Man kann zum Beispiel auch noch Ingwer, einen kleinen Ingwer-Shot sich reinpfeifen. Oder Kurkuma ist eine tolle Sache, die eben auch eine antioxidative Wirkung hat. Und so kann man den Stoffwechsel immer ein bisschen kicken. Also da redest du, da schließt sich der Kreis. Der Michael muss auch ein bisschen lächeln, weil wir hatten vor kurzem auch den Alfons Schubeck hier in der gleichen Webinarrunde. Da ging es um Ernährung. Und da spielte natürlich der Ingwer und der Kurkuma und diese ganzen Sachen eine große Rolle, die auch der Alfons in seinen Shots hat. Ja, weil die eben auch anregend sind und eben da ging es um die Kraft der Gewürze, also nicht nur die Heilkraft, sondern was die Gewürze alles können. Das heißt, um das noch so zusammenzufassen, also ich meine, was ganz klar ist, wenn du jetzt gewisse natürliche Produkte, ja, unverarbeitet, ungewürzt etc., da ist ja auch die Erfahrung, von denen kannst du gar nicht so viel essen, dass du dick wirst, sondern das bremst dich automatisch. Also du kannst jetzt dir nicht ein Übergewicht mit Mohrrüben anessen. Ja? Das geht technisch nicht. Oder bei den meisten. Mohrrüben sind bei uns am Anfang nicht erlaubt in der strikten Phase, weil die gerade sehr viel Zucker haben. Zucker haben. Nennen wir ein Beispiel, was ist ein gutes Gurke, Gemüse, Tomate, ja, grüne Smoothies, ja. Ja, Gurke ist zum Beispiel etwas, also mit Gurken sich zu überessen, wird technisch nicht möglich sein, ja, weil das schafft man nicht, ja. Weil der Körper reagiert natürlich auf diese ganzen, was du auch schon gesagt hast, auf diese ganzen Process-Dinge, also die verarbeitet sind und die sind ja gewürzt und mit Zucker versetzt etc. Und Zucker ist natürlich gerade der raffinierte Zucker natürlich eins dieser
Hauptprobleme. Was, wenn du so isst, wie du sagst, was passiert dann im Körper? Warum kann der Körper das besser verstoffwechseln? Also was macht er dort? Wie kurbelst, kann man auch sagen, man kann den Stoffwechsel ankurbeln? Weil wir, unser Credo ist ja, okay, durch Training, ja, kannst du, verbrauchst du natürlich, hast du höheren Herzschlag, höheren Rhythmus, du baust Muskeln auf. Muskeln sind natürlich ein riesen Kraft, also Energiefresser. Ja, die Muskeln brauchen natürlich wahnsinnige Energie. Das heißt, du erhöhst deinen Grundumsatz, ja, und damit ist es natürlich einfach, mit einem guten Grundumsatz, guter Bewegung seinen Stoffwechsel in den Griff zu bekommen und auch seinen Energieverbrauch quasi in den Griff zu bekommen. Was kann ich denn noch machen mit den Inhaltsstoffen? Wie kombiniere ich die, so dass ich meinen Stoffwechsel möglichst, ja, den Verbrennungsprozess im Körper möglichst optimal nutze und nicht viele Abfallprodukte oder Einlagerungsprodukte bekomme? Also, was natürlich an Lebensmitteln und Vitalstoffen auch noch hilft, ist mir noch eingefallen, sind auch wichtige Dinge wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Die kommen ja in vielen Sorten von Fisch vor oder in Mandeln, Walnüssen und in Bananen. Und die sind eben auch ganz wichtig für den Fettstoffwechsel. Dann hast du natürlich auch, was wir immer sagen, gerade bei Sportlern, die müssen mehr kaltgepresste Öle zu sich nehmen, ja. Das heißt, biologisch kaltgepresste Öle wie Olivenöl, Leinöl, Sonnenblumenöl, was gibt es noch alles, Weizenkeimöl, und die kannst du alle immer wieder mal variieren und mischen. Also wir haben unten in der Küche eine ganze Batterie, weil es hat sich herausgestellt, dass eben bei Sportlern und bei schlanken Menschen ändert sich das Verhältnis von Kohlenhydraten und Fetten zu Eiweißen. Das heißt also, der Anteil der guten Fette muss erhöht werden, um eben diese Sportler und die sehr schlanken Menschen, die sich so ernähren wollen, nicht in so ein Kaloriendefizit zu bringen. Dann brauchen wir Vitamin D. Gerade wichtig in der heutigen Zeit auch zur Infektabwehr. Aber Vitamin D ist eigentlich ein Hormon und ist auch wichtig für das Knochenwachstum und ist aber auch wichtig für den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Das heißt, das ist wichtig, dass wir eben nicht zu viel Fett einlagern, sondern dass das Ganze eben auch in einem gewissen Fluss und in einer Ausgewogenheit ist. Dann ist wichtig, L-Carnitin kennt auch mittlerweile, kennen eigentlich viele Menschen und nehmen das auch, wahrscheinlich gerade auch so in der Fitnessbranche. Das braucht der Körper eben zur Energiegewinnung. Und fehlt das, baut der Körper Muskulatur statt Fett ab. Das befindet sich zum Beispiel in natürlicher Form, wenn man das nicht substituieren will, was natürlich in der konzentrierten Form manchmal mehr Sinn macht, aber es befindet sich eben, nur damit ich es gesagt habe, auch in Steinpilzen, Pfifferlingen, im Rindfleisch, im Lammfilet und im Seelachs, glaube ich, gibt es noch verschiedene andere. Genau, das sind so die wichtigen Dinge, die ich jetzt eben so als Stoffwechselthema noch mit anbringen wollte. Du hast einen Ausdruck genannt, den sogenannten Fettstoffwechsel. Das heißt, es ist ja ein gewisser Stoffwechseltyp. Kannst du da nochmal drauf eingehen, welche Stoffwechselarten es gibt und wie man die besonders auch, ja, vielleicht anregt? Natürlich kann man sie auch durch Sport und Bewegung anregen, aber auch durch die Ernährung. Also es hat sich herausgestellt bei einer Studie, bei der Diogenes-Studie, das ist die größte Studie für die Ursachen von Übergewicht und Fettleibigkeit in ganz Europa. Da hat sich herausgestellt, dass eine proteinreiche und kohlenhydratarme Diät, dass die eben bei allen Teilnehmern nicht nur zu Gewichtsverlust geführt hat, sondern eben auch am nachhaltigsten war. Also das heißt, die konnten alle ihr Körpergewicht stabil halten. Ich würde vielleicht auch noch was sagen zur Ketose. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Thema, das ist eben wichtig im Thema Fettstoffwechsel. Die Ketose ist der Stoffwechselzustand, bei dem der Körper die Nahrungsfette in die Ketonkörper umwandelt und diese als primäre Energielieferanten benutzt. Das heißt also, dein Körper verbrennt jetzt Fett. Und während der Ketose ist der Blutzucker stabil, konstant, und das hat eben auch viel Einfluss auf verschiedene Gesundheitsdinge und viele Vorteile fürs Wohlbefinden. Also wenn dem Körper jetzt keine neuen Kohlenhydrate mehr zugeführt werden, stellt der Körper eben auf die Gewinnung auf Fettstoffwechsel um und um den Körper eben trotzdem noch mit ausreichend Energie zu versorgen. Indem man dem Körper eben leicht verwertbare Proteine
mit einer hohen biologischen Verfügbarkeit, also hier zum Beispiel zu nennen diese Whey-Proteine, indem man eben dem Körper das zur Verfügung stellt, greift er nicht die Muskulatur an. Und das ist auch das, wo wir eben bei unserem Konzept, die Hauptsache eigentlich, wir versuchen die Kunden unter 40, 45 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu bringen. Dadurch kommen sie nach 3 Tagen. Sportler brauchen übrigens ein bisschen länger, aber wir brauchen so circa 3 Tage, um in die Ketose zu kommen. Und dann beginnt eben der Körper umzuschalten, dann sind die Glykogenspeicher leer, Kohlenhydrate sind alle erstmal erledigt und diese 40, 45 Gramm reichen, um das Hirn zu versorgen. Und dann fängt der Körper an, eben Fett zu verbrennen. Und es ist so ein tolles Gefühl, also ich weiß gerade, wovon was ich spreche, weil wir haben gerade eine gemeinsame Schlank-Challenge mit meinen Kunden. Ich habe 11 Kunden, die das mit mir machen und wir haben angefangen vor fast 2 Wochen, haben jede Woche ein anderes Motto. Letzte Woche Verhaltensänderung, diese Woche Bewegung. Und die bekommen eben jeden Tag ein Coaching und ich mache selber mit. Und es ist einfach ein tolles Gefühl. Am Anfang denkt man immer, oh, ich muss auf so viel verzichten und kein Alkohol und so und kein Zucker. Und irgendwann fängt es dann an, man schläft besser, die Haut sieht toll aus. Also ich bin wieder total begeistert. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt wie, man ist auch leistungsstark, ist einfach toll. Okay, jetzt kannst du noch mal einmal kurz, weil ich denke, dass Low Carb und Ketogen, was ist da der Unterschied? Weil unsere Zuhörer wissen sicher schon viele, dass man Kohlenhydrate reduzieren soll. Also ich denke mal, das Wichtigste muss man noch mal sagen, Kohlenhydrate sind leider in verarbeiteten Lebensmitteln überall drin. Also wenn du die Pizza aus dem Ofen raushust und holst da drauf oder Cerealien, wo viele Leute denken, das ist wahnsinnig gesund. Also alles, was verarbeitet ist, ist eigentlich nicht gut. Und was du auch schon sagtest, Weißmehlprodukte, all diese Sachen sind auch nicht gut. Low Carb ist natürlich gut. Man lässt die Nudeln, man lässt diese Sachen weg und geht eben mehr auf die verfügbaren Eiweiße und Fette. Was ist dann nochmal der Sprung von Low Carb zum Ketogenen? Wo ist da nochmal der Unterschied? Also ich glaube, beim Ketogenen es ist kein großer Unterschied, aber da bist du einfach, reduzierst du noch mehr die Kohlenhydrate. Wir achten sogar auf gewisse Gemüsesorten, die nicht verzehrt werden sollten in der strikten Phase. Also da wird wirklich darauf geachtet, möglichst wenig Kohlenhydrate, also bis zu einer gewissen Grenze eben, bis 40, 45 Gramm. Und dann eben den Rest durch hochwertige Eiweiße und aber ganz normal natürlich auch Fisch, Fleisch und eben bestimmte Gemüsesorten dann eben in diese Fettverbrennungsphase zu kommen. Das große Stichwort hier ist auch noch das Thema Insulinmanagement. Ne? Insulinmanagement, also, genau. Der Insulinspiegel bleibt konstant. Genau. Und genau. Man hat keine Peaks. Das heißt, der Körper kann sich wirklich um die Fettverbrennung kümmern. Henrik, ich würde gerne noch nur ein, zwei Sachen anmerken, weil wir jetzt im Rahmen dessen sehr, sehr viel so kurze Sachen angerissen haben, wie Vitamin D, Öle, Vitamin B, vegane Ernährung und so weiter. Ich kann da allen Zuhörern nur ans Herz legen, mal bei uns auf dem YouTube-Kanal zu stöbern. Wir haben zu diesen Themen Stundenwebinare, die sich ausschließlich nur mit Vitamin D3 beschäftigen oder ausschließlich nur mit dem Vitamin B12, wo man sich da wirklich das Wissen komplett raussaugen kann, was wir jetzt im Rahmen von so einem Webinar natürlich nicht in der Intensität machen können. Deswegen kann ich das nur jedem am Herz legen. Wer da Einzelinformationen haben möchte zu den unterschiedlichen Sachen, gerne stöbern. Ihr findet da zu allen Themen auch Wissenswertes. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz mit dazu sagen. Und da verweist du vor allen Dingen auf die Montagswebinare, die sich noch stärker mit dem Thema Ernährung beschäftigen und auch noch spezifischer, wo wir wirklich nur ein kleines Thema rausnehmen, während wir ja mittwochs immer ein bisschen globaler sind über Stoffwechsel, um auch, damit auch jemand, der nicht Fachmann ist wie ich, ein paar Fragen stellen darf und im Prinzip, dass man da ein wenig ranführt an die ganze Systematik. Also wie gesagt, wir wollen hier keinen medizinischen Vortrag über jedes Detail, was dann genau passiert, sondern im Prinzip Interesse wecken und Wege aufzeigen und wie kann man es machen. Das ist eigentlich das Wichtige. Und also ich kann immer wieder nur sagen, also wenn man sich gerade vom Zucker etwas lossagt, von Süßgetränken, diesen ganzen Sachen, was du schon sagtest, natürliches Wasser ist am Anfang denkt man, das schmeckt nicht, ja, also schmeckt nach nichts, ja, auch viele Dinge schmecken nach nichts. Ja, aber man muss sich ein bisschen umstellen, weil wir eben so dran gewohnt sind.
und natürlich auch ja, Zuckerbelohnungssystem im Hirn und so weiter. Da sind natürlich eine ganze Menge andere Sachen drin. Ja. Gut, wenn wir jetzt bei der Ernährung jetzt, ich glaube, bei der Ernährung ist es so, dass wir, wenn du sagst 40 bis 55 Gramm Kohlenhydrate am Tag, das ist schon natürlich relativ wenig. Ich glaube, der Eiweiß, das sollte ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sagt man ungefähr. Also wenn du 70 Kilogramm. Ja. Entschuldigung. Gerne. Also ich habe nochmal nachgeschaut. Also die WHO empfiehlt die Proteinmenge mit 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wir sagen eben, unsere Proteinzufuhr ist bei Frauen 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei Männern 1,6 Gramm. Okay. Nun war ich gar nicht so weit weg. Also deutlich mehr auf jeden Fall als die. Ja. Und da und Fette ist die gute Eiweißquelle, ja. Also das finde ich, da merkt man schon einen großen Unterschied, ob das jetzt irgendwie manipuliert irgendwas, sondern wirklich eine gute, da lieber auch ein bisschen investieren und sich da wirklich eine gute Quelle suchen. Was ist eine gute Quelle? Also natürlich, wir wissen, Fisch, Fleisch, solche Sachen sind natürlich Quellen, also die tierischen, du sagst genau, Whey. Ja, eben auch wenn man jetzt, angenommen, man besorgt sich jetzt einen Riegel oder man besorgt sich ein Eiweißbrot, dass man da eben sich mit der hohen Bioverfügbarkeit besorgt. Weil das und vor allen Dingen Entschuldigung? Ja. Und vor allen Dingen geht es auch darum, wenn ich Fleisch kaufe, dass ich dann auch ein bisschen nachgucke, was für Fleisch ist das. Genau. In den Supermärkten sehe ich oft halt Fleisch mit der, sag jetzt mal, Gütesiegel 1 bis 2, also aus der Massentierhaltung. Das ist jetzt nicht die höchstwertige Eiweißquelle, sondern dass ich dann lieber beim vertrauten Bauern um die Ecke mir ein gutes Fleisch kaufe, da wirklich investiere, sodass ich mit meinem Körper da auch was Gutes tue. Absolut. Ja, gut. Situation ist das natürlich ganz wichtig und da eben auch die Locals zu unterstützen. Die wissen halt noch, wie die Kuh heißt und können einem da eher noch sagen, wo das Fleisch herkommt. Wie würdest du den Zusammenhang jetzt zwischen diesen, also quasi Low Carb bzw. ketogene Ernährung und eventuell fleischlos, also vegan, vegetarisch oder vielleicht sogar vegan, ist das möglich? Weil da werden sicher auch viele Kunden, Kundinnen auf dich zukommen und sagen, ja, möchte ich gerne machen, aber ich habe da noch ein anderes Thema, was ich da bearbeiten will. Was kannst du da für Hinweise geben? Ja, das ist dann ein bisschen schwieriger. Es geht auch, also es gibt mittlerweile auch vegetarische Gerichte bei uns. Da gibt es eben jemand, der sich da ausschließlich mit beschäftigt. Das ist nicht meine Ernährungsform. Ich liebe ein gutes Stück Fleisch und esse Fisch. Aber ja, wie viele von euren Sportlern auch wissen, dass man natürlich Vitamin B12 dann darauf achtet und dass man versucht, sich eben diese eventuellen Defizite durch andere Dinge einfach zu kompensieren. Und man kann ja heutzutage auch, es gibt ja mittlerweile alles in vegetarischer Form, ob das jetzt zum Grillen ist, eine Boulette oder eben ein Schnitzel. Also man kann ja mittlerweile wirklich fast alles substituieren. Und natürlich gibt es wahnsinnig viele Gemüsesorten, die man eben auch ganz toll kann. Gerade beim Thema vegan, vegetar, also gerade bei Thema veganische Ernährung, da kann ich nur empfehlen, dass man auf jeden Fall regelmäßig ein Blutbild macht, damit man eben sieht, was einem konkret fehlt. Genau. Aber so grundsätzlich kann man sagen, Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D3 sind so die Klassiker, die am meisten eben supplementiert werden müssen. Genau, ja. Gut, jetzt ist so, das Programm, was du ja vertrittst, da hatten wir vorher drüber gesprochen, das PowerSlim, das glaube ich, du sagst, das niederländisches Produkt. Also nochmal, liebe Zuhörer, es geht jetzt nicht um, ob das PowerSlim oder dies oder Y heißt, es geht nur um die Sache, wie es gemacht ist. Weil im Prinzip ist ja gerade bei solchen Programmen, die sollen einfach einem helfen, ein gewisses Regime. Weil die meisten, glaube ich, das wäre auch nochmal schön, wenn du was dazu sagen möchtest, Sandra, die wollen ja, aber können dann nicht, weil sie in ihrem Arbeitsalltag, also sie können sich ja nicht irgendwie jetzt 3 Monate frei nehmen und sagen, ich kümmere mich nur noch um die Ernährung. Ja, unsere Trainer haben ja den Vorteil, das sind Profisportler, die können sich dann wirklich vorkochen, machen, tun, was ihnen wichtig ist. Der normale Mensch, der im Alltag ist, vielleicht sogar noch Familie hat und jetzt fängt der Papa oder Mama an und dreht jetzt am Rad, weil sie meinen, sie müssen jetzt irgendwie was komplett ändern. Und da gibt es nichts mehr auf dem Tisch, sondern nur noch Sachen, die nicht schmecken. Also da hast du ja auch einen riesigen sozialen Druck. Vielleicht ein bisschen bei dieser, ich sage jetzt mal Diät, ist ein Wort, glaube ich, was man ein bisschen vermeiden sollte, weil es immer so nach Hungern und Kaloriendefizit klingt. Aber sagen wir mal nach der Ernährungsform.
wie funktioniert das? Was ist da drin? Und natürlich kann man das auch selber nachkochen und kaufen. Das ist ja nichts Geheimnisvolles, aber es wird, glaube ich, dort quasi ein wenig mundgerecht quasi gepackaged, sodass man das leichter durchsetzen kann. Ja, also ich wollte nie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was mit Lebensmitteln zu tun haben, aber das hat mich wirklich gefunden und ich bin sehr begeistert, weil ich wusste vorher schon viel. Ich wusste auch, wie man abnimmt und ich wusste auch, wie man trainieren muss, um abzunehmen, aber es hat mir immer das Einfache gefehlt, weil woher weiß ich, wie viel Kohlenhydrate ich am Tag schon gegessen habe, ohne dass es so kompliziert wird, dass ich das auswiege, dass ich in meiner App das alles eintrage, dass ich mir genau die Beipackzettel und selbst dann wird immer noch geschummelt. Es wird ja überall was draufgeschrieben, es sind ja überall versteckte Zuckersorten drin. Und bei uns ist das so, das ist einmal basiert, also der Coach ist ein wichtiger Punkt an dem ganzen Konzept. Das bin in dem Fall in meinem kleinen Laden, bin ich. Ich betreue also die Kunden wirklich, die können mich jederzeit ansimsen. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wir haben alles Mögliche. Die kommen einmal in der Woche zum Wiegen. Sie bekommen Produkte, das heißt, wir haben Brot, Nudeln, Reis, wir haben sogar eine Nuss-Nougat-Creme ohne Palmöl, wir haben Riegel, sehr viele süße, leckere Riegel. Also das ist wirklich, wir haben 120 Produkte und dann ernähren sich die Kunden in der ersten Phase, in der strikten Phase viel mit unseren Produkten, aber zum Beispiel, wenn sie sich Nudeln kochen, machen sie das ganz normal eben mit Shrimps oder mit Fisch oder mit kleinen Stücken Fleisch. Und in diesen Produkten ist eben sehr wenig Kohlenhydrate drin. Die sind eben genau so terminiert oder gezählt, wie das eben an dem Tag nicht mehr insgesamt, wenn man sich ans Konzept hält, mehr als 40, 45 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Steht auch genau drauf, welche Gemüsesorten sie essen dürfen. Das ist eben auch ganz unterschiedlich, weil wir haben festgestellt, dass Menschen, die ein bisschen dicker sind, also wir haben ja sehr viel mit Übergewichtigen zu tun, dass die natürlich grundsätzlich dann auch bei der Gemüseauswahl nicht zu den Gemüsesorten greifen, die eben einen geringen glykämischen Index haben, einen niedrigen, sondern eben meistens dann zu Kohlrabi, Kürbis, Karotten. Und das ist eben auch ganz genau aufgeschrieben, ist aber super einfach, weil du kannst es auch überall hin mitnehmen. Also ich habe immer einen Riegel in der Tasche. Wir haben Kunden, die Schauspieler, der dreht am Berg, der hat keinen, der ihm ständig was kochen kann. Dann, ich bin ja Mutter, ich habe zwei Kinder. Das heißt, ich werfe meine Nudeln ins Kochwasser, werfe die Nudeln für die italienischen Nudeln für meine Familie, esse aber ganz normal eine Bolognese dazu. Das heißt, es ist super für den Alltag, im Alltag umzusetzen. Und das ist das Entscheidende. Und ich habe keinen Hunger mehr. Ich bin früher aus der Praxis im Schweinsgalopp von einem Behandlungszimmer zum anderen gelaufen und habe dann irgendwann vergessen zu essen, saß dann im Auto auf dem Weg nach Hause, bin dann erstmal an der Tankstelle rausgefahren, habe mir einen Snickers und eine Butterbrezen gekauft. Und das mache ich nicht mehr. Und das brauche ich auch nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt einfach fein und mir fehlt nichts. Und ich ernähre mich jetzt nicht dauerhaft so, sondern es ist jetzt wegen dieser Challenge. Aber ich habe fast aufgehört, normale Snacks zu mir zu nehmen, sondern da nehme ich eben tatsächlich unsere Schwarzzuckerreduz. Also es ist kein Zucker drin, sondern eben geringer Anteil von Kohlenhydraten. Absolut. Also vor allen Dingen, wenn man das eben macht, dann gewöhnt man sich auch dran. Und dann, wenn man dann mal einen Snickers isst, essen sollte, kommt es einem halt brutal süß vor. Also, dass man es kaum runterkriegt, weil es so extrem ist. Also, du hattest vorhin, was ich noch interessant fand, wir haben ja öfters, Michael, auch immer das Thema, also ich bin so eher, also ich bin eher auf der Ebene dieses intermittierenden Fastens, gell? Also ich esse eher weniger am Tag. Also ich bin so bekannt sogar dafür hier im Büro, dass ich bis mittags manchmal um 2, 3 Uhr gar nichts esse und dann erst anfange, aber auch maximal über die 8 Stunden bis zum Abend was esse und dann auch nicht. Und weil sonst muss ich ganz ehrlich sagen, achte ich jetzt nicht so auf die Inhaltsstoffe, aber komme damit eigentlich relativ gut zurecht, weil der Körper scheint wohl, auch der Stoffwechsel, er scheint da, was du auch vorhin gesagt hast, wenn du halt den Körper in den Fettstoffwechsel bringst, ja, weil du weniger Kohlenhydrate dazu führst, weil wenn der Kohlenhydrate dazu führst, lagert die halt gerne in Fett dann gleich ein, was er nicht verbrauchen kann. Und das ist ja auch eine Reserve und das willst du ja vermeiden. Beim Intervallfasten scheint das auch ähnlich zu sein, dass der Körper eben auch etwas also an die Reserven geht und eben auch nicht dran gewöhnt ist, dass ständig was Neues dazukommt. Ja, absolut.
Also das ist auch eine tolle Form. Ich kenne einige, die ein Widerspruch jetzt. Ist kein Widerspruch. Also, dass man das auch kombiniert, ketogene Ernährung mit Intervallfasten. Absolut. Kannst du super kombinieren. Ist bei uns jetzt am Anfang nicht so sinnvoll, weil wir versuchen ja die, also bei uns müssen sie essen alle 2,5 Stunden. Das heißt, die, um den Stoffwechsel oben zu halten und um wirklich den Brenneffekt stabil zu erhalten, müssen unsere Kunden und auch um den Insulinspiegel konstant zu halten, um nicht in ein Loch zu fallen, müssen die eben alle 2,5 Stunden was zu sich nehmen. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich, da habe ich vorhin nochmal drüber nachgedacht, gibt ja auch dieses Thema der eingeschlafene Stoffwechsel. Das sind nämlich die Kundinnen, die zu mir kommen. Das sind die, die sagen, Mensch, Sandra, ich esse den ganzen Tag nichts. Ja, und wenn ich eine Butterbrezel nur anschaue, habe ich schon 3 Kilo mehr. Ja, und ich habe einen gestörten Stoffwechsel, sagen die dann. Dann sage ich immer, ja, also es gibt tatsächlich einen Gendefekt, wo ein Stoffwechselgen eben nicht richtig funktioniert. Aber ich muss die Damen dann leider enttäuschen, weil das betrifft nur 1% der Bevölkerung. Also das Thema ist wirklich, die haben verlernt zu essen. Das ist bei uns ganz, ganz häufig der Fall, dass wir erstmal anfangen müssen, wieder beizubringen, dass sie regelmäßig essen, dass sie viel essen, also dass sie einfach auch den thermischen Effekt der Nahrung nutzen. Ja, das ist ja auch wichtig, der thermische Effekt. Das heißt, der Körper muss Energie aufwenden, um die Nahrung zu verdauen. Und das ist auch eine entscheidende Sache. Und da müssen wir eben die Kunden wieder hinbringen. Und da gibt es auch verschiedene Zahlen dazu, dass der Stoffwechsel eben zum Beispiel beim Fett ist der Stoffwechsel, die Beschleunigung des Stoffwechsels nur 0 bis 3%. Ja? Und bei Kohlenhydraten ist beschleunigt den Stoffwechsel, wenn wir die essen, nur 5 bis 10%. Und beim Eiweiß, das ist der große Unterschied, da sind wir um ganze 15 bis 30% beschleunigt. Deswegen ist es eben so wichtig, darauf zu achten, dass früher hat man immer diese Ernährungspyramide gehabt, wo eben unten der fette Kohlenhydratbatzen war, ja, und dann ging es so nach oben. Und da hat sich eben doch einiges geändert. Okay, auch dort kann der Michael sicher einen Hinweis geben. Wir haben ja, ich glaube, vor 2 Wochen die Logi-Pyramide, also Logi-Diät, das ist ja eigentlich eine Low-Carb. Wie gesagt, da sind keine strengen Widersprüche zu dem, was du jetzt sagst, Sandra. Das geht eigentlich alles in die gleiche Richtung. Nachher gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Und ich glaube, da muss man auch wirklich, wenn man es konsequent macht, mal auch ein bisschen auch gerne mal probieren, was für einen ganz gut passt. Gell? Also glaube ich auch so eine Sache, zu welchem Lebensstil passt etwas und sich damit ein bisschen beschäftigen. Weil es ist immer schwierig zu sagen, alles passt für die Gleichen, denn es muss, glaube ich, auch zu dem Menschen passen, der es dann nachher auch umsetzen kann. Und ich denke, immer besser ist lieber das Umsetzen, was man schafft, als sich da Riesensachen vorzunehmen, die man eh nicht hinkriegt. Ja. Absolut. Hendrik, ich denke, es ist mal ein perfekter Zeitpunkt, um mal ein paar Fragen mit reinzubringen, die hier im Chat aufgekommen sind. Unter anderem, Sandra, geht es auch um das Thema Durchhalten. Ne? Also ich habe hier das Thema meine abendliche Nervennahrung nach dem Familientrubel in Form von einer Tafel Schokolade. Ich bin ein bekennender Schoko-Junkie, nicht zielführend, das weiß ich. Der Geist ist willig, aber die ganzen Sachen mit Ingwer trinken, Zitronenwasser, ausgewogene Ernährung kenne ich, halte es nur zu selten durch. Was würdest du denn so kurz oben als Tipp geben, wie man das besser durchhalten kann? Also die Beschreibung hat auf mich gepasst, wie, also ich kenne das ganz gut, das Gefühl. Ich habe auch einen stressigen Alltag, ich habe auch 2 Kinder, 2 Katzen, einen anstrengenden Mann, ein großes Haus und noch einen Beruf. Das heißt, ich bin genauso wie die Dame, war es eine Dame, glaube ich, auf dem Sofa abends und dann habe ich den Weg zum Kühlschrank, bei mir liegt die Schokolade, also lag die Schokolade in meinem Kühlschrank. Und da habe ich gedacht, na, ich brauche jetzt dringend Nervennahrung. Also das sind schon so Dinge, die dann wieder so, erstens passen die in diese Verhaltensänderung, an der wir jetzt gearbeitet haben in der ersten Woche. Das heißt, wie kann ich mir andere Belohnungsformen schaffen? Das klingt jetzt ein bisschen psychologisch, aber was kann ich tun, dass ich eben nicht mit einer Schokolade und einem Aperol Spritz auf dem Sofa liege?
Da habe ich eben mit den Mädels auch interessante Dinge ausprobiert. Wir haben uns zum Beispiel aus, wir haben so einen ganz tollen Cranberry-Pulver. Da haben wir uns Eiswürfel gemacht, so diese Bälle, und haben die dann in schönes Mineralwasser rein mit einer Minze und mit einer Limette und einem schönen Strohhalm und mit so einem Schirmchen. Und wenn man sich das einbildet, schmeckt das wie der beste Cocktail. Das war also eine Art Bubble-Tea quasi. Ja, einen eigenen weil wir durften ja nicht und das war natürlich so schönes Wetter und Grillen und dann sagen alle, wieso trinkst du nicht? Das ist ja heutzutage überhaupt total out, dass man keinen Alkohol trinkt und da mussten wir uns eben alle möglichen Tricks überlegen. Und dieser Süßhunger am Abend, der kommt eben genau dadurch, dass man eben den Insulinspiegel nicht konstant hat, sondern dass man eben den ganzen Tag meistens nicht viel gegessen hat oder wenn, dann eben viel mit Zuckeranteil, viel Einfachzucker. Und da rauscht natürlich erstmal der Blutzuckerspiegel hoch und dann rauscht er in den Keller und dann kommt man in so ein Hungerloch. Ja? Und dann liegt man eben wie ein Maikäfer auf dem Sofa und denkt sich, jetzt brauche ich unbedingt Zucker. Hat man das ein bisschen konstant gehalten, dass man sagt, man hat vielleicht sich ein tolles Gemüse gekocht oder ein Avocado auf ein tolles Eiweißbrot gelegt, mit einem Ei noch ein bisschen klein geschnitten und ein paar Tomaten dazu, dann wird man merken, dass man, wenn man das regelmäßig macht oder zwischendurch lieber mal ein Stück Käse isst, dass man abends nicht mehr so in dieses Hungerloch reinkommt. Also das war meine Erfahrung und das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube auch, die Zeit spielt sicherlich auch eine Rolle, ne? Also ich muss mal mindestens so über den Daumen gepeilt mal 12 Wochen durchhalten und mich da 12 Wochen dran gewöhnen, damit sich in so einen Alltagsprozess, so eine Gewohnheit auch einschleicht, ne? Und natürlich auch hilft es, jemanden an der Seite zu haben, sei es bei uns jetzt der Personal Trainer oder sei es bei dir, du in Person, der dann einen nochmal daran erinnert und nochmal anstupst und nochmal mitgibt. Auch unsere Webinare montags und mittwochs geben ja immer wieder den Anstoß dazu, da das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ja, sich Verbündete suchen, das ist auch wichtig, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn der Partner vielleicht mitmacht oder wenn man eine Freundin hat, die man mal anfunken kann und sagen, du, es geht mir gerade gar nicht gut, was kann ich tun? Das ist Verbündete suchen oder einen Coach suchen. Absolut. Eine weitere Frage, die dran kam, geht auch um das Thema Ernährungsform und zwar, was wir von Metabolic Balance halten. Ja, also Metabolic Balance geht ganz, ganz stark in die Richtung auch von unserem, von PowerSlim. Ich glaube, die ergänzen sich sehr stark. Da geht es also, glaube ich, in eine sehr ähnliche Richtung. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das mir nur von meinem Deutschlandchef sagen lassen. Der war früher bei Metabolic Balance, dass das eben sehr, sehr ähnlich ist. Nur ist bei Metabolic Balance, die haben auch viel Erfolg, aber ich glaube, da fehlt so das konkrete Konzept und die konkrete Anwendung. Also da muss ich sagen, haben wir einen großen Vorteil. Okay. Und ich glaube, die machen ja so eine Art, in Anführungszeichen, Blutanalyse, wo ich immer mich frage, ob dieser Teil seriös ist. Das ist die große Frage, weil ich denke, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich bin ja auch kein Experte. Ich hatte manchmal den Eindruck, weil auch der Einstieg ist bei Metabolic, glaube ich, relativ hoch. Ja, und es gibt so einen anderen psychologischen Effekt, wenn eine Diät oder irgendetwas sehr teuer ist oder ein Programm, dann muss es ja gut sein und dann halte ich mich dran, weil es ja sau weh tut, wenn ich das nicht mache. Ja, also das ist auch so ein gewisser Effekt, wo ich immer so ein bisschen denke, ja, muss man das so aufwendig machen, aber wie gesagt, also am Ende des Tages, ich sage auch lieber 1.000 Euro für etwas, was es vielleicht um die Ecke für 10 Euro gibt, wenn es mir dabei hilft, dass ich mich dran halte, sehr gerne, am Ende das Ergebnis zählt, ja, also das ist am Ende das, was zählt. Vollkommen richtig, da muss man natürlich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ich weiß nur, dass wenn man es eben richtig macht, muss es natürlich auch ein bisschen seinen Wert haben, also seinen Preis wert sein. Das ist auch meine Erfahrung, wenn die Dinge kostenlos sind oder wenn sie einfach mal so dem Kunden und Patienten mitgibt, dann wird das oft gar nicht so geschätzt. Also man braucht schon auch so ein bisschen einen Ansporn zu sagen, Mensch, ich habe jetzt mir jahrelang so viel Zeug reingepfiffen für so viel Geld, ja, oder ich rauche, was weiß ich, oder ich trinke jeden Abend eine Flasche guten Wein, dann eben zu sagen, ich nehme auch ein bisschen Geld in die Hand, um da eine Veränderung zu erreichen. Also das finde ich, das gehört schon auch dazu. Aber ich muss auch sagen, was du jetzt sagst, Sandra, leuchtet mir total ein und das würde ich auch unterschreiben, egal welches Programm. Ich sage immer, viele Wege führen nach Rom, für einen muss ich entscheiden und ich würde, wenn ich mich für ein Programm entscheide, auf jeden Fall, also das auch für die Zuhörer,
schauen, wie hoch ist der persönliche Dienstleistungsanteil. Habe ich da so ein mechanisches Programm, wo ich jeden Tag auf dem Computer was bekomme? Ja? Oder habe ich da wirklich bei dir, wie ich das verstehe, einen Coach, gegen den ich auch so ein bisschen accountable, responsible bin? Ja? Also wo ich sage, den möchte ich auch nicht enttäuschen. Ja? Also ich möchte auch das so machen. Also ich will ja auch, dass die Sandra dann stolz darauf ist. Also ich kenne das jetzt nur von meiner Physio. Natürlich haben die mir gesagt, mach diese und diese Übung zu Hause. Und ich weiß, 3 Tage später muss ich wieder hin und kann ich die Übung oder kann ich die nicht? Das sind ja auch so Sachen, so Erfolgserlebnisse. Also wenn ihr euch für ein Programm entscheidet, schaut eben, dass es ein Programm ist mit einem hohen, also wenn ihr schon Geld investiert, mit einem hohen persönlichen Dienstleistungsanteil. Ob das mit dem Personal Trainer oder wie du das machst, sondern dass da jemand da ist, der auch wirklich mit dir mitlebt. Ja, also dieses, der auch weiß, wer du bist, der dich abholt, der dich unterstützt. Weil ich denke, auch in diesen Webinaren, vielen Zuhörern tut es wahnsinnig gut, dass auch der Michael, der sicher ein super schlanker Typ ist, der muss sich auch Gedanken um Ernährung machen. Also man ist nicht der Einzige auf der Welt, der ein Thema hat und sich überlegt, was er isst und auch manchmal sagt, ja, ich würde das gerne essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da vorne in unserem Kühlschrank gibt es auch Kinderriegel und so. Und manchmal schleiche ich auch drumherum. Aber jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank wieder zumache und habe nicht gegriffen, bin ich auch ein Stück weit stolz. Das muss nicht sein, gell? Und wenn es einmal die Woche, wenn ich da mal zugreife, ist auch okay, gell? Also das sind so Kleinigkeiten, wo man sich auch ein bisschen, ja, Selbstdisziplin fällt halt mit Gleichgesinnten einfacher. Und ich glaube, die meisten Diäten scheitern, wie du es auch schon sagst, weil das familiäre Umfeld halt Widerstände dagegen hat. Ohne, dass die es böse meinen, aber die sind natürlich ein Widerstand, weil sie es halt nicht so machen. Also bei uns ist es so, erstmal wollte ich noch sagen, das ist genau so, bei euch fühlt man sich gleich wohl. Also ich habe jetzt noch nicht bei euch trainiert, aber man hat das Gefühl, man ist als Mensch angekommen, man interessiert sich für einen. Es ist also nicht nur eine monetäre Geschichte, sondern es ist einfach mit Herz, man ist mit Herz dabei. Und ich glaube auch, dass ich in meinen Berufen immer, dass es immer auffällig war, dass ich etwas gerne mache. Und ich merke auch, also ich bin auch sehr streng, das wirkt jetzt nicht so, aber wenn die zu mir kommen, dann wird jede Woche gewogen. Und wenn das nicht so läuft, dann kriegen sie Ärger. Und ich sehe das schon, bei mir ist eine Glastür zur Praxis und zu meinem Power Slim Center. Und dann kommen die an der Tür, das sehe ich schon, die Frauen oder auch Männer, die ziehen sich ganz anders an. Die Frauen haben einen roten Lippenstift drauf, die haben die Haare schick, die sind ganz anders drauf, die sind viel selbstbewusster, viel glücklicher. Und da kann man sich zusammen freuen. Ich habe heute so eine nette WhatsApp bekommen von einer Teilnehmerin, die sich so herzlich bedankt hat, weil ich immer auch ein paar Rezepte reinstelle. Und heute habe ich eine Übung reingestellt und eine Fitnessübung. Und also ich glaube, das Persönliche an der ganzen Geschichte ist wirklich, also eigentlich würde ich fast sagen 40%, egal welches Konzept, Hauptsache du hast auch jemanden, wo du dich so ein bisschen hinorientieren kannst. Und ihr macht es ja sehr ganzheitlich und toll, muss ich mal sagen. Danke dir. Jetzt würde ich vielleicht, wenn du nichts gerade hast, habe ich noch eine Frage, die mich interessiert. Henrik, ich würde mal noch einhaken, weil wir haben noch ein, zwei Fragen, die ich noch gerne mit reinbringen will. Und dann auch noch, unsere Zuhörer sind auch bekannt für kritische Rückfragen. Da würde ich auch gerne noch drauf eingehen und dann können wir wieder weitermachen im Programm. Zu anderem, vorhin hast du, Sandra, gesagt, dass die Sportler länger brauchen, um in die Ketose zu kommen. Die Frage ist, warum ist das so? Und angrenzend nochmal zum Thema ketogene Ernährung, ob wir da nochmal drauf eingehen können, was mit dem Cholesterinspiegel ist, auch mit dem Einfluss davon. Also die Sportler brauchen, das ganz kurz gesagt, die brauchen etwas länger, weil die Glykogenspeicher einfach noch mehr Kohlenhydrate speichern. Sportler, mehr Muskulatur, längere, also mehr Speicher. Und bis die frei werden und bis die quasi geleert werden, das dauert einfach länger. Cholesterin, also wir merken, dass die Werte generell, ich habe eine Ärztin bei mir dabei in der Praxis, die auch Ernährungsberaterin ist. Und wir machen tatsächlich vorher eine Blutanalyse, einen Bluttest und auch danach, nach abgeschlossener Phase, der letzten Phase, wo sie dann in ihr gesundes Leben zurückgehen. Und da können wir nur sagen, die Werte sind alle top. Also ich hatte jetzt einen 79-jährigen Virologen in der Zerre und der hat jetzt mit mir 10 Kilo reines Fett abgenommen, Muskelmasse super erhalten. Der hatte vorher Blutwerte und hat die Blutwerte danach und also der ist so glücklich und so begeistert. Ein Internist, der hat mich angerufen, war total begeistert und hat gesagt, also wirklich alle
Werte waren besser. Also pass auf den Virologen auf, den braucht man noch, gell? Also die sind wichtig. Ich also auch wenn er noch mehr, aber er schreibt gerade ein Buch. Noch 10 Jahre machen, damit wir hier durchkommen. Gell? Da haben wir genug gerade an Virologen. Die EM ist ja auch wieder vorbei. Die 82 Millionen Bundestrainer müssen ja jetzt auch wieder was anderes. Ja, genau. Zum Berichten haben. Und die Umschulung auf Virologen auch, gell? Sandra, es geht noch ein bisschen zum Thema der Ernährungsform und vor allen Dingen ein bisschen kritisch zum Thema Fertigprodukte. Ich lese einfach mal ein paar Statements. Zum einen bin ich überrascht, dass vegetarische Schnitzel angepriesen werden, weil es ja industriell hergestellte Lebensmittel sind, was ja nicht so gesund ist und man eher als fraglich einschätzt. Das Gleiche auch mit dem Thema Riegel. Aus was bestehen die dann, wenn unverarbeitete Lebensmittel essen soll? Also es geht um den Konflikt zwischen, ich soll hochwertig einkaufen, habe aber industriell verarbeitete Produkte. Und dann geht es darum, Fertigprodukte im Programm sind ja schön und gut, aber lernen die Kunden nach der ersten Phase auch, wie man später allein korrekt kocht? Also quasi eine Schule, wie man es dann versteht, um das dann ein Leben lang entsprechend fortzuführen. Wäre klasse, wenn du da nochmal drauf eingehen kannst. Also das mit den Schnitzeln, das tut mir leid, wenn das jetzt falsch verstanden wurde. Ich bin da überhaupt kein Spezialist, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch ganz tolle vegetarische Schnitzel gibt. Ganz hochwertig gemacht oder man macht sich die selber vielleicht aus kleinen Sojaschnipseln. Da gibt es auch so ganz tolle vegetarische Kochbücher. Also das ist natürlich jetzt nicht von einem großen Discounter gemeint, sondern hochwertig. Ja, die Kunden bei uns, die PowerSlim-Teilnehmer, lernen zu kochen. Die können meistens viel besser kochen als ich. Die lernen eine gesunde Lebensform. Das heißt, wir haben keine Fertigprodukte, sondern wir ersetzen die Kohlenhydratanteile wie zum Beispiel Reis, Nudeln, nur ein Beispiel, oder Brot durch unsere Produkte. Die bestehen aus hochwertigen Proteinquellen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit. Wir haben Linsen, Erbsen, Sojaproteine, alles in Europa produziert, sehr, sehr hochwertig und sehr gut schmecken. Das heißt, zu diesen Produkten kauft sich der Kunde Gemüse, Tomaten, Gurken, was weiß ich was ist alles noch, Brokkoli, Spargel und bereitet sich, oder Fisch, Fleisch, bereitet sich dazu sein Mahl. Wir haben ein tolles Kochbuch, wir kommen einen Plan für ihr Starter-Set, wie sie kochen, was sie machen. Wir haben ganz tolle Wraps, die man machen kann. Die rollen wir, die nehme ich zum Beispiel sehr gerne in die Arbeit mit. Da mache ich mir wie einen Pfannkuchen, da mache ich mir ein bisschen Meerrettich drauf, Lachs, Rucola, dann rolle ich mir das zusammen. Kann super kalt in der Praxis oder in meinem Laden essen. Also das ist ganz wie normale Küche, eben nur die Ergänzung der klassischen Kohlenhydratanteile, die werden eben durch hochwertige Produkte aus Eiweißquellen eben abgewandelt. Und ich habe mir sagen lassen, ich mache das seit 3 Jahren, also ich habe circa 300 Leute jetzt durch dieses Konzept, das mache ich ja alles nur nebenbei. Es gibt Menschen, die machen das 24/7. Für mich ist das ein Teil, ein Drittel meines Berufes und der erfüllt mich gerade schon sehr voll, weil es immer mehr wird und immer mehr Interesse besteht. Aber ja, ich habe mir sagen lassen, die lernen besser, gesünder zu kochen, weil wir eben zum Beispiel Sahne gleichen wir aus durch ein Philadelphia zum Beispiel. Also ich habe eine Lasagne, eine PowerSlim-Lasagne gemacht. Wir kochen dann eben mit Quark, wir binden dann zum Beispiel Spinat mit Ei. Also wir versuchen wirklich die Dinge, die vorher eben wie eine Mehlspitze, was die Oma noch gemacht hat, das versuchen wir eben durch andere Nahrungsmittel auszugleichen. Und sie lernen wirklich ihr normales oder ihr altes Leben, ihr dickes, altes, mit viel Kohlenhydraten und viel Fett, schlechten Fetten, versuchen wir in ein gesundes Leben. Und mir ist es wichtig, dass es nachhaltig auch ist, weil ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass ich da Geld verdiene und die kommen nach 2 Wochen und sagen, was war denn das für ein Schmarrn? Ja, das hat mir überhaupt nichts gebracht, sondern mir ist es wichtig, dass es eben, dass wirklich was bleibt. Und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Und man könnte vielleicht auch nochmal auf die Snacks eingehen, Michael. Ich glaube, das hattest du auch gesagt, Sandra. Ich kenne auch einige Programme, auch in der Fitnessbranche haben wir ein Programm, was auch ähnlich funktioniert und auch ziemlich erfolgreich ist. Und da geht es halt, wenn du halt mal einen Riegel isst, du hast ja auch gesagt, den hast du in der Tasche
und dass du dann eben nicht zum Snickers oder zum Mars greifst, ja, sondern dann eben, weil so snacken ist ja etwas, was den Menschen dort drin ist, und ich vielleicht auch an denjenigen, der das geschrieben hat, also meine, was ich bis jetzt gehört habe, mit diesen radikalen Umstellungen, ja, dass du alles umdrehst im Leben, ja, und dann vielleicht sogar auf relativ radikale oder Fastenkuren fast gehst, ja, das ist oft nicht so nachhaltig, weil der Mensch schafft das eine gewisse Zeit lang und dann gibt es einen unglaublichen Bounce back, ja, und er geht wieder in das alte Leben rein. Und wie ich das verstehe, und da muss auch jeder seinen Weg finden, wenn du Dinge erstmal ersetzt, also wenn du, das ist wie im Leben auch, wenn man sich auf mehrere Sachen konzentriert, ist es sehr, sehr schwierig, ja. Wenn du dich hier, so wie ich es verstehe, ist es so, du konzentrierst dich auf eigentlich normale Mahlzeiten, aber diese Mahlzeiten sind halt anders und gewisse Sachen sind ersetzt. Und du darfst auch mal snacken, also dein Snickers darfst du nehmen, aber dann eben nicht das Snickers dort, sondern eben ein anderes, ja. Und natürlich, wenn du gar kein Snickers machst oder kein Snack mehr in Zukunft brauchst, das ist umso besser. Oder wenn du vielleicht im Stadion bist, also ich habe mir das Süßessen schon vor vielen Jahren irgendwann abgewöhnt, ja, ich esse ab und zu mal Eiscreme oder so weiter, aber normalerweise tagsüber nie was Süßes, dann würde Sandra sicher auch nichts dagegen sagen. Also keiner muss irgendwie einen Riegel essen oder so, sondern wenn er was braucht, weil der Körper es braucht, dass man halt dann zu etwas greift, was halt funktioniert und nicht meinen ganzen Effort kaputt macht. Also da habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen und die sagen immer, mir fällt es leichter, Dinge zu ersetzen, aber meine regelmäßigen Mahlzeiten haben und quasi mir dann ein bisschen Mühe zu geben, dass die Inhaltsstoffe gut sind, als dass ich mir plötzlich sage, okay, jetzt esse ich bis heute Abend nichts. Ja, weil dann sind die Leute, ja, ist das dieser Verzicht, und dieser Verzicht scheint dauerhaft schwer umsetzbar zu sein. Die Verbote im Kopf, ja, also das hat Oscar Wilde schon gesagt, also das sind eigentlich die einen verrückt machen, ja, und die einen kreisen lassen um das Thema. Also ich merke schon, wenn ich Darmspiegelung habe, das macht mich verrückt, wenn ich weiß, dass ich 2 Tage vorher wenig essen soll und dann am letzten Tag gar nichts mehr essen darf. Das ist für mich ganz, ganz schlimm, ja. Dann ist besser, mir sagt jemand, du pass auf, du musst jetzt einfach gewisse Dinge mal ausgleichen und darfst trotzdem, also die Powerslimmer, wir freuen uns total um 3 oder um 4 auf unseren Espresso oder unseren Kaffee mit Mandelmilch und unseren Schoko. Da gibt es einen so einen Schokoriegel wie so ein KitKat und da freuen sich die alle drauf und den schneidet man sich in kleine Stücke und wir können ganz anders genießen, ja. Und das ist eben das, was du sagst, und für mich war es halt früher so, dass ich irgendwo gesucht habe nach was Gesunden und bin dann mit der Brezen und dem Snickers raus, gell? Also das zu wissen, dass es was anderes gibt, und vielleicht ist die Industrie auch ein bisschen schlauer jetzt und versuchen eben auch in diese Richtung noch mehr zu machen, auch für To-Go, also für dieses schnell an der Tanke und so weiter, da mal ein bisschen was zu machen. In Amerika alles gang und gäbe. Ja, aber lustig ist, ich habe heute Morgen gerade zu dem Thema ein Interview mit dem Kellogg's Deutschland-Chef, und auch Kellogg's reduziert brutal, aber sie sagen, es funktioniert nicht, wenn wir jetzt plötzlich, wir könnten die Cerealien ohne Zucker gesund alles machen, gar kein Problem, aber es wird keiner kaufen. Das heißt, sie gehen jetzt seit Jahren jedes Jahr um so und so viel Gramm runter, ja, also sie entwöhnen und die Bevölkerung, aber auch diese Konzerne gehen ganz klar nach dieser Sache, es geht nur in kleinen Schritten, weil der radikale Schritt wird vom Konsumenten einfach nicht angenommen. Jetzt kann natürlich jeder sagen, mein Wille ist so stark und ich will das. Das bleibt einem überlassen, aber wir sprechen ja hier, wie kommen wir, also am Ende zählt das Ergebnis, ob du langsam hinkommst oder schnell hinkommst, aber es zählt halt das, dass du es dauerhaft durchhältst. Genau. Ich hätte, wenn du nicht noch ein Thema hast, nochmal auch ein Thema Stoffwechsel und Darm, ja, weil dann ist ja auch wieder wichtig, also ich meine, klar, wir verdauen diese Sachen und Darm spielt ja natürlich eine Riesenrolle und er ist ja auch quasi derjenige, der auch die ganze Immunabwehr etc. dort steuert, und der Darm hat ja eine riesige Bedeutung, also auch riesiges Organ mit einer riesigen Oberfläche, und wie sind dort die Erfahrungen? Weil ich meine, da geht es ja auch dann im Prinzip, dass die Verdauung halt auch regelmäßig ist und auch viele Menschen, glaube ich, dann mit Übergewicht oder auch Problemen dort mit dem Stoffwechsel haben ja natürlich auch meistens in der Verdauung rechte Probleme. Kannst du auch dort Auswirkungen sagen? Und wir hatten ja hier auch noch Darmsanierung übrigens, ist natürlich auch ein Thema bei uns gewesen. Ist nochmal ein etwas anderes Programm, aber gerne, dass da auch mit dem Daniel Rehheis heißt er, glaube ich, war das. Das ist auch ein interessantes Programm. Aber ich glaube, was du machst mit der Ernährung, auch mit der ketogenen Ernährung, das spielt schon in diese Richtung rein.
Also ich habe ja auch eine Heilpraktikerausbildung vor 100 Jahren mal gemacht und da war Darm schon immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also der Darm ist ja unser größtes Organ und ist eben wichtig für die Entgiftung und für die Aufnahme der Nährstoffe und auch ganz, ganz wichtig für die Funktion des Immunsystems. Ja, früher hat Paracelsus immer gesagt, der Tod sitzt im Darm. Ja, ich sage immer, darmkrank, menschkrank. Und in der heutigen Zeit durch die schlechten Ernährungsgewohnheiten mit viel Übergewicht ist das Darmmilieu sehr oft gestört und es findet also eine regelrechte Fehlbesiedlung statt. Das heißt, wir haben mehr schlechte Bakterien als die guten hilfreichen Bakterien. Und so ist natürlich auch der Stoffwechsel verlangsamt. Das kann man ungefähr so erklären. So erkläre ich das immer meinen Kundinnen, dass wenn der Darm wie eine Stadt wäre und mit einer erhöhten Ansammlung von Müll zu kämpfen hätte und es fehlt die nette Müllabfuhr in Form von guten Darmbakterien, so bleibt der Schmutz liegen und der Stoffwechsel ist reduziert. Also es wird nicht mehr aufgeräumt. Und da müsste man eben mit einer einfachen Darmsanierung, ich habe das gesehen übrigens, das tolle Webinar von dem Herrn von Artgerecht. Ich war total begeistert, wie toll der das erklärt hat und habe ich viel gelernt. Genau so eine Darmsanierung, vielleicht auch sogar mit diesen Produkten, die hören sich ganz toll an. Wir arbeiten auch mit verschiedenen, wie so eine Waschmaschine für den Darm, mit so einem Probio-Liquid-Geschichte. Und ja, viele Frauen haben tatsächlich auch mit Darmträgheit zu tun, weil das führt eben auch zu Fäulnisprozessen und der Stuhl bleibt einfach zu lange dort. Und das Problem ist auch, dass der Kunde und der Patient weniger schnell abnimmt. Und das Negative dabei sind eben auch, dass die Entzündungsparameter, Reizdarm und so weiter eben auch dadurch steigen. Wichtig ist auch heutzutage, auch durch die Medikamenteneinnahme oder auch Antibiotika und so weiter, das ist natürlich extrem für die Darmflora, natürlich extrem schädlich. Also auch dort schauen, dass man einfach was beim Medikamenteneinsatz, und du sagst halt, Heilpraktiker geht ja auch um natürliche Stoffe, dass man sich damit beschäftigt. Weil wenn du regelmäßig Medikamente einnimmst, das sind natürlich, die Medikamente sind nicht gebaut, den Darm zu schützen, sondern die sollen dort wirken, wo du ein Problem hast. Aber viele Menschen nehmen halt dauerhaft da zu viel ein oder auch gerade Antibiotika ist ein Thema, was wesentlich zu schnell, oft zu schnell gegeben wird. Natürlich ist es ein tolles Instrument, wenn du wirklich was hast, ja. Aber man muss halt das ganze Ding, und da sind wir wieder beim Stoffwechsel, man muss den ganzen Organismus, den ganzen Stoffwechselprozess optimieren, weil dann wirst du weniger krank, du hast eine bessere Immunabwehr und du kannst das so, wie du es auch langsam runtergefahren hast, musst du es auch langsam wieder aufbauen. Und natürlich, Medikamente sind was extrem Wichtiges und tolle Erfindungen, ja, aber wie du schon vorher sagte, die Dosis macht das Gift. Ja, also, und da haben wir bei vielen Sachen einfach eine weit überhöhte Dosis von Fertigprodukten, die wir zu uns nehmen und die eben da negative Effekte haben. Absolut. Also wir merken, dass die Kundinnen auch viele von denen, die eben schon so lange am Diäten sind, also wir nennen uns ja auch nicht Diät, sondern ich sage ja immer, es ist auch eine Ernährungsumstellung, die einfach auch lebenslang halten soll, bestmöglichst. Ja, die fallen natürlich immer mal kurz wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück, aber da kann man sie immer wieder rausholen und immer wieder erinnern auch. Und da merken wir auch, dass die Damen, die eben immer schon so reduziert sind, auch nicht viel essen oder das falsche Essen, dass die eben dann anfangen, auch ein Darmproblem zu entwickeln. Und jetzt zum Thema, letzten Schritt, in die Dauerhaftigkeit. Was empfiehlst du jetzt, nachdem du eine gewisse die ketogene Diät, hast du ja selber gesagt, kannst du nicht ewig durchhalten, sie baut den Stoffwechsel um, sie turnt den Fettstoffwechsel an, ja, hält den Insulinspiegel konstant, also alles Dinge, die wir ja tagüber, wenn wir hier Kaffee und Zucker und so weiter, die da auf und ab gehen. Und das bringt man sozusagen, dass der Stoffwechsel wie so ein Motor schnurrt und nicht die ganze Zeit hochgedreht und runtergedreht wird. Wie kriegt man das jetzt dauerhaft hin? Welche Empfehlung gibst du dort, dass man nicht von einer, also quasi vor der Umstellung ist, nach der Umstellung? Ja, das ist natürlich wie immer eine Verhaltensänderung, die man eben vollziehen muss. Ja, also irgendwann ist dann keine Sandra mehr da, die einen an der Hand nimmt. Und da muss man eben gucken, okay, was habe ich gelernt? Und dann auch schon Verhalten einkaufen. Was kaufe ich ein? Was stelle ich mir in den Kühlschrank?
es ist ja nicht nur, geht ja nicht nur um einen selber, sondern es geht ja häufig auch um unsere Kinder, die überdurchschnittlich übergewichtig sind und jetzt schon Probleme haben mit Diabetes. Bei Kindern und Jugendlichen nimmt das ja auch zu. Und jetzt durch die Lockdown und das Homeschooling war das natürlich auch nicht selten der Fall. Und da ist eben das Thema, wie kaufe ich ein, wie gestalte ich mein Leben? Ja, das ist wie trainiere ich, wie fange ich das Trainieren an? Das beginnt immer mit einer Verhaltensänderung, mit einer bestimmten Einstellung. Ich muss es einfach tun. Ja, ich mache mir einen Plan, ich mache mir eine Liste und was anderes werde ich einfach nicht einkaufen. Wenn ich essen gehe, bei mir fliegt sofort der Brotkorb vom Tisch. Das ist das Erste, was weggeht, zurück im Kellner. Weil mein Mann ist so jemand, der greift dann natürlich auch immer gerne zu. Aber das sind so Dinge, das sind so Kleinigkeiten, an denen man einfach arbeiten kann. Abends nicht mehr zu spät essen. Alkohol, haben wir vorhin gesagt, ist auch so ein Ding, dass man eben schauen muss, dass man nicht, wenn man schon ein Gläschen trinkt, dass man das früh am Abend sich genehmigt und danach nichts mehr, weil ja sonst die Leber nachts mit dem Alkoholabbau beschäftigt ist oder der Körper und eben auch keine Zeit hat für einen Fettabbau. Also das sind so Verhaltensmuster, die man einfach anpacken muss. Die natürlich in Bayern besonders schwierig sind, weil Weißbier und Brezen ist natürlich schon was Feines. Aber wie gesagt, muss man durch und ich kann denke... Man, ja. Das ist ja nicht verboten, also das ist ja nicht für alle Zeiten verboten. Ich sage immer, wie gesagt, das ist so schön, wenn man das genießen kann. Aber wie bei uns, wenn die aus diesen Phasen rauskommen, in der Erhaltungsphase, dann sagt man einfach, okay, achte darauf, dass du nur zweimal in der Woche Kohlenhydrate abends isst. Und damit kann man super leben. Dann bist du eingeladen oder du suchst dir eben diese Tage aus und versuchst dann in anderen Tagen wieder so in dein Konzept zu kommen. Michael. Ja, zwei spannende Fragen habe ich noch. Und zwar einmal von der Elli, die Probleme hat, dass ihr schlecht wird, wenn sie Wasser trinkt. Sie hat aber keine Ahnung, woher das kommt. Was kann ich da machen, ist die Frage. Wenn sie Wasser trinkt, das wäre jetzt entscheidend die Frage, ob sie Wasser mit Kohlensäure trinkt oder stilles Wasser trinkt. Das wird sie sicherlich gleich nochmal im Chat beantworten. Ja. Währenddessen sie das macht, hier noch eine Frage von der Karin. Was ist mit dem Einfluss der Schilddrüse auf den Stoffwechsel? Ja, das ist tatsächlich ein großer Einfluss. Da merken wir auch, dass Kundinnen, die Schilddrüsenprobleme haben, dass es langsamer geht, das mit dem Abnehmen, weil die natürlich zum Teil auch Schilddrüsentabletten nehmen, die gegensteuern. Das heißt, wir arbeiten quasi gegen ein wichtiges hormonbildendes Organ und gegen den natürlichen Stoffwechsel. Also das heißt, es dauert alles ein bisschen, es funktioniert trotzdem. Kommt immer darauf an, was für eine Art, ob es eine Überfunktion ist, ob es eine Unterfunktion ist. Aber da arbeiten wir eben ganz eng auch mit Medizinern zusammen und das muss man einfach vorher abklären. Aber das hat einen großen Einfluss tatsächlich aufs Abnehmen und auf den Stoffwechsel. Super. Und bezüglich Wasser und der Elli, es ist vollkommen egal, ob mit Kohlensäure oder ohne. Und bei Wein und bei Kaffee, dann würde ich Wein trinken. Oder Gin Tonic. Ja, Tonic ist ja auch wieder drin. Ja. Ich muss ehrlich sagen, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, dass jemand schlecht wird vom Wasser trinken. Das ist natürlich tragisch, weil das ist ja wichtig. Wir bestehen ja, aber ich trinke ich nochmal ein. Zu 80%. Also Wasser müssen wir zuführen und natürlich Wasser ist überall drin, auch wenn die vielgesagte Gurke, die du vorhin genannt hast, aber ich glaube, diese Gurke besteht auch zu 80% aus Wasser. Gell? Ganz toll, ja genau. Super Gemüse. Gibt es bei uns ganz viel. Ja. Also ich denke vielleicht noch eine Frage, Elli, also mein Tipp wäre, ich bin kein Experte, ich würde immer wie immer auch dann eventuell in kleinen Dosen das nehmen. Also ich bin jetzt auch keiner, also meine Partnerin, die Barbara, die kann eine Wasserflasche ansetzen und einen Liter einfach runtersaugen. Also ich kann es auch nicht, das muss ich ganz klar sagen, ich kann Wasser auch nicht, wenn ich jetzt nicht brutal Durst habe, nicht in riesigen Mengen, aber ich trinke die ganze Zeit. Also über den Tag verteilt, das ist bestimmt 10 Gläser oder so etwas. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der die Flasche ansetzt und die runterkurkelt. Das kann ich selber nicht. Vielleicht muss man auch gucken, ob man vielleicht einen Tee, einen ungesüßten Tee, genau, ob das vielleicht klappt, ob das vielleicht einfach am Widerstand liegt, weil ich kann mir jetzt organisch, habe jetzt gerade überlegt, ob das irgendwie im Schlucken, Speiseröhre, irgendwas. Manchmal ist es so, wenn Kohlensäure nicht so gut vertragen wird, dass es den Patienten oder Kunden schlecht wird, aber tatsächlich mit normalem Wasser habe ich das auch, ist mir das auch noch nicht. Würde ich mal aber sagen. Tee ist auch ein guter Hinweis. Also Tee ist ja gar kein Thema.
Absolut. Ich würde auch auf alternative, gute Flüssigkeiten zurückgreifen. Von Cornelia kam auch nochmal hier der Hinweis, Thema Gurkenwasser, selbst gemacht, auch eine sehr gute Sache nochmal zu trinken. Aber bei Elli ist es wirklich rein nur beim Trinken von Wasser. Aber Elli, ich verspreche dir, dass ich da auch nochmal unser Netzwerk anzapfe und dir persönlich auch nochmal eine Antwort schicke, woran das liegen kann. Ja. Das und was die vielleicht auch gut substituieren kann, gute Ideen, dass man das vielleicht ein bisschen ausgleicht. Das werde ich auf jeden Fall machen. Habe mir davon schon einen Screenshot gerade eben gemacht. Das ist dann auf meinem Laptop und dann vergesse ich das auch nicht. Perfekt. Ansonsten haben wir alle Fragen, soweit ich das überblicken konnte. Sollte ich da eine übersehen haben, dann verzeiht es mir oder schreibt nochmal direkt, hallo, da fehlt noch eine, Fragen beantwortet. Und wie immer, wenn ich auf die Uhr blicke und da drauf schaue und es für eine Stunde 10 on air sind, denke ich, wo ist die Zeit hin, weil das Thema einfach super spannend war und man noch stundenlang drüber sprechen konnte, wollte ich unseren Zuhörern, Henrik, gerne nochmal das Line-up der nächsten drei Webinare hier mit auf den Weg geben, weil da stehen auch nächsten Montag, Mittwoch und dann wieder den daraufkommenden Montag spannende Themen an. Unter anderem geht es nächsten Montag darum, zu unserem 100. Webinar, was ist denn eigentlich das Thema viszerales Fett? Weil oft halt hört man davon, aber man weiß nicht so wirklich, was es ist. Dann am 14.07., damit auch unsere Mitglieder den Trainer ein bisschen auf den Zahn fühlen können, alles rund ums Thema Kraft- und Ausdauertrainingsmethoden, weil da gibt es ja auch Fachbegriffe von Kraft-Ausdauertraining zu Maximalkrafttraining, dem Hypertrophietraining oder im Ausdauerbereich, GA1-Bereich, GA2-Bereich, Entwicklungsbereiche. Also da könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass ihr sehr viel Wissen mitnehmen werdet und beim nächsten Trainingsplan mit dem Trainer mal vielleicht ein paar kritische Fachfragen stellen könnt. Da freue ich mich sehr drauf. Und auch heute schon gefragt, am 19.07. das Thema Eier und Cholesterin. Also da werden wir uns wirklich mal eine Stunde diesem Thema widmen. Und ich denke, da haben wir wieder für die nächsten drei Webinare ein Top-Line-Up. Es wurde L-Carnitin heute genannt, das wird im August soweit dran sein. Also da könnt ihr euch noch bis Ende des Jahres und auch darüber hinaus auf sehr viele spannende Themen freuen. Und wir lassen da wirklich nichts unbeabsichtigt und wir werden uns da wirklich allen Sachen widmen. An dieser Stelle, Henrik, gerne euch beiden zum Schluss noch das Wort und dann freue ich mich sehr darauf, den Abend heute zu schließen mit euch. Herzlichen Dank, aber also mein ganz besonderer Dank gilt der Sandra, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von dir aus mega sympathisch und auch, wie sagt man das, ist immer wichtig, nahbar, eben erklärend, keine strikte Philosophie, sondern auch Hilfestellung leistend. Ich denke, wir sind immer, das ist wichtig, dass man diesen Sachen, gerade bei Ernährung, ist nicht unbedingt dogmatisch ist, sondern auch offen ist und das, herzlichen Dank dafür, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Die Stunde ist blitzartig vorbeigegangen, weil man immer selber was lernt und fragt und macht sich Gedanken dazu. Vor allen Dingen reflektiert man ja auch die ganze Zeit, wie sieht es denn eigentlich bei meiner Ernährung aus? Also kann man immer was optimieren. Also deswegen, liebe Sandra, ganz herzlichen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, um uns da ein bisschen in die Welt, eben Power Slim ist dein Programm, es geht aber um ketogene Ernährung und jeder kann ja auch ein bisschen mal googeln und schauen, auch nach dir googeln und wenn natürlich Kontakt aufgenommen wird, sicher sehr gerne, aber für alle natürlich, dass sie hoffen, dass sie was mitgenommen haben und deswegen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben, ihr macht das super sympathisch, habe mich ganz wohl gefühlt und es ist fast wie nebeneinander auf der Couch zu sitzen und wenn jemand noch Fragen hat oder Dinge ungeklärt sind, kann er mich gerne anschreiben, freue ich mich und ganz unverbindlich, ich will nichts verkaufen, ich liebe das, was ich tue und habe mich sehr gefreut und vielleicht auch bald mal in der Welt der Ernährung oder der Sportler. Sandra, ich hatte vorhin mal deinen Kontakt auch geteilt, sodass die Leute da auch mal direkt zu dir kommen und ich bin mir sicher, du freust dich da auch. Sehr schön. Hat mich gefreut. Jetzt grüßen wir ganz schön ins schöne, wahrscheinlich sonnige München hier aus Frankfurt. Ja, und freuen uns alle auf Brezel und Weißbier. Ne? Das sagen wir jetzt nicht, aber alles gut. Bis dann. Herzlichen Dank. Macht's gut. Ganz tollen Abend euch. War klasse. Und ob die